Ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Freitagmorgen, Zeit für die News, hier sind sie, viel Spaß! So, bevor ich loslege, viele Grüße an meine drei Mitstreiter beim Distilled-Spiel, beim Better Board Games Wochenende. Hat riesig viel Spaß gemacht und ich sage plus zwei. Ich denke mal, ihr wisst schon Bescheid. Aber nee, Spaß beiseite, war ein echt tolles Spiel, kann ich nur empfehlen. Kurzer Rückblick in eigener Sache. Wir haben zum Spiel des Jahres, zum Kennerspiel des Jahres unsere Highlights oder unser Orakel angeschmissen, in die Glaskugel geguckt. Könnt ihr nochmal reinschauen, wenn euch das interessiert. Die Carina hat ein Review von Living Forest gemacht und ich von Cora. Auch zwei Spiele, die recht weit oben sind auf unserer Liste für das Spiel bzw. Kennerspiel des Jahres. Auch da gerne auf dem Blog nachschauen. So, dann machen wir mit den News weiter. Der Alibaba Spieleclub hat seine 11. Dependance gegründet in Neubrandenburg. Er ist jetzt wieder ein weißer Fleck von der Landkarte verschwunden. Finde ich cool, dass es dort eben halt jetzt auch die Möglichkeit gibt, in diesem Organisationsgebilde zu spielen. VLB, das ist das Verzeichnis im Buchhandel. Hier hat man eine Übereinkunft erzielt, dass es zukünftig auch einheitliche Kategorisierung, was das Thema Brettspiele angeht, geben wird. Auch ein weiterer Schritt zur Anerkennung des Kulturgutspiels. Was wie die SAZ bekannt gegeben hat, also für uns Spielende, vor allen Dingen für die Autoren, aber auch Verlage ist das eben halt schon sehr essentiell, denn irgendwann kann man dann auch über die VG Wort dort, Beiträge geltend machen. Bei Gamefound werden demnächst zwei Tische angeboten werden, einmal Ratskellers und Geek & Sun, und das ist für mich die Überleitung, zum Thema Crowdfunding zu gehen. Ich fand es nur sehr spannend, dass auf der gleichen Plattform jetzt die beiden Großhersteller von, oder die renommiertesten, aus meiner Sicht renommiertesten Hersteller, mag dem einen oder anderen richtig Unrecht tun, dort eben nahezu parallel jetzt unterwegs sein werden. Anunnaki von Cranio ist wieder neu gestartet. Das ganze Thema wurde nochmal etwas umgestrickt, die ganze Kampagne. Liegt jetzt bei 130.000. Ich hoffe, dass man damit zufriedener ist und die Kampagne damit jetzt ins Rollen kommt. Das Artemis-Projekt mit der Erweiterung Satellites und Commands ist ebenfalls auf Kickstarter online gegangen. Und in der Spieleschmiede ist Unfair gestartet gestern. Das Spiel rund um Freizeitparks, nicht ganz so friedlich, wie es den Anschein hat, denn eine wichtige interaktive Komponente ist, den Gegnern da ein Stück weit Stöcke zwischen die Beine zu schmeißen und gewisse Schäden herbeizuführen, indem man Ordnungsämter herbeiführt, also im Deutschen wäre das Ordnungsamt, das Spiel ist aus dem Amerikanischen, und dann mit Behörden eben halt Parks kontrolliert und verschiedene andere Sachen. Also das Ganze läuft nicht ganz friedlich ab. Board Game Tables hat Erweiterungen für die vier Spiele QE, On Tour, Kabuto Sumo und Bytes online gebracht auf Kickstarter. Insbesondere QE und On Tour dürfte wahrscheinlich bei euch für Interesse sein. QE kommt ja jetzt bei Strohmann Games im Herbst heraus und On Tour ist eigentlich keine Erweiterung, sondern eine eigenständig spielbare Kampagne mit New York dabei. Ja, und dann ganz groß wird getrommelt, am 24. Mai startet Castles of Burgundy. Und hier gibt es immer mal wieder Updates von dem Material, was dort zu erwarten ist. Das ist ja eine Zusammenarbeit von Awaken Realms und Alea. Und wir können Double Layer Boards erwarten. Und es sollen alle 26 Boards mal 4, also 104 verschiedene Boards im Kasten enthalten sein. Also das Ding wird schon ein ziemlich fetter Brocken werden. Die Plättchen sehen sehr schick aus. Es sollen Metallmünzen drin sein. Also es kommt so nach und nach jetzt immer mehr an Informationen herbei. Ich bin sehr, sehr gespannt, was uns da am 24. erwarten wird. Und ich vermute mal, da wird es auch noch zig Stretch Goals geben, die das Ganze eben halt weiter aufpeppen werden.
einen Tag davor, ganz wichtig, Spiel des Jahres am 23. Mai, werden die Nominierungen bekannt gegeben für das Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres, aber auch das Kinderspiel des Jahres. Am Montag werde ich dann auf dem Blog darüber berichten. Und am 26. Mai findet eine Benefizveranstaltung bei Pegasus statt, alles zum Wohl der Ukraine. Also der Erlös wird dann der Ukraine zur Verfügung gestellt. Ja, und vor lauter Chaos hier geht es jetzt meines Erachtens in den Ticker weiter und da ist einiges zusammengekommen. Ja, viel Spaß. So, im Ticker. Ja, meine Schrift nicht mehr lesen. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich schreibe mir hier die Spiele auf und gucke aber noch mal kurz, bevor ich die Aufnahme mache, dann noch mal in meine Quellen kurz durch. Und da kam dann heute doch noch mal einiges zusammen, also heute am Donnerstag, wo ich dieses Ganze aufnehme. Deswegen muss ich manchmal so den Kopf ein bisschen schräg legen, um meine Schrift und die Sachen noch zu entziffern. So, genug gequatscht. Cartographers. Oder für Cartographers sind 3 neue Maps-Packs angekündigt. Einmal Frozen Expanse mit einer Winterlandschaft, Catras Steppe, da geht es eher hügelig, bergig zu. Und Hornhelm mit exotischen Märkten. Inwiefern das Ganze bei Pegasus herauskommen wird, ist noch nicht bekannt. Das ist jetzt erstmal vom Originalverlag. Holy Grail Games hat Copan Dying City angekündigt, ein Worker-Placement-Spiel. In der Kultur der Maya, also Auf- und Abstieg der Maya-Epoche. Und das Ganze mit einem spannenden, endlichen Ressourcenmechanismus. Das heißt, Ressourcen, die ausgegeben sind, kommen auch nicht wieder ins Spiel zurück. Das hört sich auch mal neuartig und interessant an, soll gegen Ende des Jahres dann meines Erachtens bei Kickstarter herauskommen. East India Companies ist ein Spiel, was im Herbst hoffentlich bei Hoch Games erscheinen wird, in Zusammenarbeit mit Italia. Das Spiel, dieses Handelsspiel aus, ich glaube, 18., 19. Jahrhundert auf den Markt kommen und wir haben hier die Möglichkeit, schon mal auf das Material einen Blick zu werfen. Das wurde zumindest im Netz geteilt. Fantasy Realms, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich weiß, dass mich jemand schon mal darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich es falsch gemacht habe und ich habe blöderweise vorher nicht nochmal reingeguckt, wird eine Deluxe-Variante bekommen. Wir haben ein neues Artwork, wir haben eine Erweiterung mit 2 Modulen, wir haben Sleeves, wir haben Promos, da ist einiges neu dabei, also für die Fans. Inwiefern das bei Strohmann Games nochmal dann auch auf Deutsch herauskommen wird, ja gut, dafür ist die Nachricht jetzt zu frisch, müssen wir mal abwarten. Plan B Games hat für Azul eine Schokoladenedition, eine Master Chocolatier Edition angekündigt und Teiletum ist von Board and Dice Game von Board and Dice Games doch richtig angekündigt worden, wird auch später nochmal in der Spieleschmiede online gestellt werden. Ein Würfelmanagement-Spiel rund um die Renaissance und das Schöne dabei oder das Andersartige ist, dass wenn ich mich halt für Würfel entscheide, dann sagen die Würfel aus, wie viele Ressourcen ich bekomme und bekomme ich besonders viele Ressourcen, ist meine Aktion schwach. Habe ich wenig Ressourcen, dann habe ich eine starke Aktion und so muss ich halt schauen, dass ich Handel treibe, Kathedralen baue und mich natürlich eben halt in der Gunst der Adligen da oben platziere. Evergreen ist von Horrible Guild angekündigt, ein Spiel von Hjalmar Rach und das erinnert so ein Stück an Photosynthesis, was ja auch von ihm ist. Zusätzlich hat er ja noch Railroad Inc. gemacht. Hier haben wir ein kartenbasiertes Spiel, wo wir Karten ausspielen, um dann auf einem runden Tableau Bäume zu pflanzen und zu gucken, wie die dann dementsprechend gedeihen. Mehr auch dann demnächst, wenn ich sag mal da noch eine Anleitung etc. zu habe. Tribes of the Wind ist von Le Bois de Jeu angekündigt. In einer postapokalyptischen Welt versuchen wir die Erde erstmal zu bereinigen, zu dekontaminieren, neue Ressourcen aufzubauen, neue Dörfer aufzubauen. Wer das 5. Dorf aufgebaut hat, gewinnt am Ende das Spiel. Und das sieht so ein bisschen aus mit regenerativen Energien, aber scheint dann doch eher so in dieses Postapokalyptische da auch hineinzugehen. Für Tokaido ist eine 2-Personen-Variante mit dem Namen Tokaido Duo angekündigt.
Und Anfang der Woche gab es, oder Ende der Woche, nee, Anfang der Woche war es, gab es von Michael Menzel die Veröffentlichung, er ist wieder zurück, auch bei Legenden von Andor, und hat dort eben halt ein Standalone-Spiel, Die ewige Kälte, angekündigt mit 4 Legenden. Andor ist in eine Eisphase eingetaucht, in eine Kältephase, und wir müssen innerhalb dieser 4 Abenteuer herausfinden, was dort Magisches passiert ist, und wahrscheinlich am Ende Andor retten. Yellow hat auch ein paar Spiele angekündigt, einmal Break the Cube, ein kleines Spiel in dieser, vielmehr in der mittleren Schachtelgröße, und 2 Micro-Extensions, das ist neu, das Format gab es bisher noch nicht, einmal für das Spiel Diamant und für King of Tokyo scheint jetzt da nochmal eine neue Variante bei Yellow getestet zu werden. Skellig Games hat frisch in seinem Shop die Honeybuzz Deluxe Edition mit Acrylmarkern, mit Pollenplättchen, mit einem Holz-Honiglöffel als Startspieler. Also wer sein Honeybuzz-Spiel da aufpimpen möchte, sollte sich das mal angucken. Und Amygdala haben mich jetzt zumindest hier auch mal abgebildet. Das Spielmaterial, was von Game Brewer jetzt auch schon bekannt gegeben worden ist für das neue Kramer-Kiesling-Spiel, was demnächst auch auf GameFound erscheinen wird. Alles extrem abstrakt gehalten. Dann wurde Marvel Champions noch angekündigt, nämlich eine neue Ausgabe mit Mutant Genesis, wo wir hier die X-Men mit hineinkriegen. Auch eher was für Fans. Marvel Champions hat mich persönlich nie so richtig angesprochen. Genauso wie das nächste nicht, aber ich glaube, dass es da auch eine riesengroße Fangruppe gibt, nämlich Nemesis Lockdown kommt jetzt bei Asmodee heraus, ist angekündigt, wird dann also auch auf dem deutschen Markt erscheinen. Tief Luft holen, das waren die News. War wieder einiges dabei. Wenn es euch gefallen hat, gerne Abo hinterlassen, Daumen hoch, und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis dahin, euer Christoph. Und denkt dran, Montag ist Zeit für Spiel des Jahres. Da werden wir alle ein Stück weit schlauer sein. Ciao.